Warum werden Arbeitslosenhilfezeiten auf die 45 Jahre Wartezeit nicht angerechnet? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. Wer die Altersrente für besonders langjährig Versicherte in Anspruch nehmen möchte, muss bei Rentenbeginn dieser Altersrente eine Wartezeit von mindestens 45 Jahren vorweisen erfüllen. Auf diese besonders lange Wartezeit werden nur ganz bestimmte rentenrechtliche Zeiten anerkannt, wie zum Beispiel Pflichtbeitragszeiten wegen Arbeit oder einer selbstständigen Tätigkeit, Kindererziehungs- und Berücksichtigungszeiten, freiwillige Beitragszeiten, wenn der Versicherte mindestens 18 Jahre Pflichtbeitragszeit nachweisen kann, aber auch Zeiten des Bezugs von Arbeitslosengeld 1, aber dann nicht, das kennen Sie wahrscheinlich schon als Ausnahme, wenn die ALG 1-Zeiten 2 Jahre vor Rentenbeginn vorlagen oder vorliegen, werden diese Zeiten nicht als Wartezeit anerkannt. Von Zeiten des Bezugs von Arbeitslosenhilfe oder Arbeitslosengeld 2 ist in dieser Grundregel, wo es drinsteht, in § 51 Absatz 3a SGB 6, aber nichts zu lesen. Wenn man also denkt, dass da nichts zu lesen ist, werden sie trotzdem anerkannt, liegt man trotzdem falsch. Denn § 244 SGB 6 sagt uns, auf die Wartezeit von 45 Jahren werden Zeiten des Bezugs von Arbeitslosenhilfe und Arbeitslosengeld 2 nicht angerechnet. Dieser Anrechnungsausschluss von Arbeitslosenhilfezeiten oder ALG 2 Zeiten gilt ausnahmslos für den Anwendungsbereich der Altersrente für besonders langjährig Versicherte. Damit ist klar, dass viele Menschen, die Hartz IV Zeiten hatten oder Arbeitslosenhilfezeiten hatten, nicht diese Altersrente erreichen können, weil sie einfach die Wartezeit der 45 Jahre nicht erfüllen können oder erfüllen werden. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.